Das ist das Hinterzimmer mit diesen Hintergründen. Hast du da zum Beispiel Günther Platter nie gefragt? Du Günther, ganz ehrlich, hast du so gehandelt, weil der Hörl gesagt hat, wir wollen es hinauszögern? Oder hast du sofort Island ernst genommen und das umgesetzt? Also die Abläufe waren, das will ich jetzt gar nicht beschönigen oder irgendwie versuchen zu erklären, waren andere als im Hotel Europa, auch nach dem, was mir an Informationen vorliegt. Ich glaube, das ist dann auch dringend geboten, dass man das, und nämlich auch von unabhängiger Stelle, das sollte dann auch nicht mein Auftrag sein, sondern der Auftrag von Menschen, die eben nicht in der Tiroler Landesregierung sitzen und nicht eine potenzielle Mitverantwortung haben. Also es fällt auf, dass der Herr Hörl da einen unglaublichen Einfluss auf die allgemeine Außenwirkung hat. Woher kommt denn der? Das werde ich möglicherweise auch nie wirklich beantworten können, weil ich da in diese Verbindungen nicht einbezogen bin. Tirol hat es in die weltweite Top-10-Liste der Covid-19-Hochrisikogebiete geschafft, neben Gebieten wie der chinesischen Stadt Wuhan. Der Kommentar des zuständigen Gesundheitslandesrat Tirols, Bernhard Tilk, zu den getroffenen bzw. nicht getroffenen Maßnahmen hat hohe Wellen geschlagen. Man habe alles richtig gemacht. Warum aber ist es so weit gekommen? Ingrid Philippe, die Stellvertreterin des Landeshauptmannes von Tirol, Günther Platter, hat sich zu einem Skype-Gespräch bereit erklärt. Flo Rudig mit dem Versuch zu erfahren, was in den Vor- und Hinterzimmern des Landes gelaufen ist. Ingrid, danke, dass du Zeit nimmst. Wir kennen uns ja, für alle, die gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, möglichst transparent zu kommunizieren, schon vor deiner Zeit als Berufspolitikerin. Das Schöne wäre, wenn wir jetzt mit dem Wissen von heute und der Offenheit von damals miteinander reden können. Ich werde mich darum bemühen. Es war mir immer ein Anliegen, mich als Politikerin nicht zu verändern und die guten Eigenschaften oder die Sachen wie Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit aufrechtzuerhalten. Das ist nicht immer einfach im politischen Leben, weil man ja manchmal dann auch als naiv oder ungeschickt dargestellt wird. Aber ich werde mich bemühen, deine Fragen mit all dem Wissen, das mir zur Verfügung steht, zu beantworten. Dann probieren wir es einmal. Wie hat es sein können, dass Tirol auf die weltweite Top-Liste der Risikogebiete von Covid-19 kommt und die Vertreter des Landes Tirol, in dem Fall des zuständigen Gesundheitslandesrates Bernhard Tilk, behauptet wird, wir haben alles richtig gemacht? Ja, zu der Frage mag ich sagen, dass also in dieser großen Krise, die jetzt weltweit ja Niederschlag findet, glaube ich, niemand und keine Region und auch kein Politiker alles richtig gemacht haben kann, weil sich die Dramatik der Situation so schnell entwickelt hat und es so viele neue Erkenntnisse in den vergangenen Tagen und Wochen gegeben hat, dass ich das so nicht behaupten würde und mir ja auch mittlerweile, glaube ich, über mehrere Kanäle klargestellt haben, dass uns sehr bewusst ist, dass nicht alles richtig gemacht worden ist. Und insofern versuchen wir natürlich aus den Erkenntnissen der vergangenen Tage und Wochen zu lernen und vor allem auch im Austausch mit der Bundesregierung die Maßnahmen weiterzuentwickeln. Am Anfang haben wir holprig gestartet, ja. Wie kann es dann zum Beispiel sein, bis auf eigene Landespressekonferenzen, wo gezielt vorbereitete Fragen an den Gesundheitslandesrat gereicht werden, dass er nicht mehr öffentlich auftritt und sich dieser Fragen stellt? Warum hat er doch vielleicht die falsche Einschätzung getroffen? Da hat man ja seither nichts mehr gehört, keine Korrektur dieser Aussage, die mittlerweile europaweit durchgereicht wird. Grundsätzlich bin ich nicht die Mitarbeiterin im Büro vom Landesrat Tilk, um das beurteilen zu können. Ich weiß, dass er eben bei Landespressekonferenzen, so wie fast alle Regierungsmitglieder abwechselnd zur Verfügung stehen, da vor allem die Auskünfte zum gesundheitlichen und zum medizinischen Bereich präsentiert und da auch Rückfragen gestellt werden können, warum er keine Zeit hat für jetzt ein Gespräch wie wir zwei. Das mag vielleicht auch dem geschuldet sein, dass er als Gesundheitslandesrat schon noch mal stärker gefordert ist, wie ich als Umwelt- und Verkehrslandesrätin in dieser Gesundheitskrise. Aber er wäre ja gefordert, den Leuten
richtige Information zu reichen. Die letzte richtige Information von seiner Seite war, wir haben alles richtig gemacht, was sich jetzt herausstellt, dass es nicht so sein kann. Also das heißt, seine Aussage ist ja wesentlich. Das müsste ja zu einem der wichtigsten Punkte in der öffentlichen Kommunikation erhoben werden. Da könnte ich ja auch du sagen, stell dich hin und bezieh Stellung. Das ist ein sehr strenges Urteil, wenn man sagt, der Bernhard Hilk hat das letzte Mal dort kommuniziert. Er hat, wie gesagt, mehrere Pressekonferenzen auch schon gemacht und wo er dann auch immer wieder zu den aktuellen Entwicklungen Stellung bezogen hat. Aber ich kann ihm gern einen schönen Gruß ausrichten und sagen, dass es deinerseits ein großes Interesse gibt, dass er auch mal im Hinterzimmer vorbeischaut. Das würde mich wundern, wenn er dann plötzlich ja sagt. Aber es geht mir gar nicht so, dass er im Hinterzimmer auftritt, sondern ich glaube, viele Journalisten und auch eine breite Öffentlichkeit wäre interessiert daran, dieses ominöse ZIP-2-Interview erklärt zu bekommen, nämlich von seiner Seite und nicht durch vorbereitete Fragen, die ihm die Leute aus den eigenen Reihen gereichen. Also bei den Pressekonferenzen werden nicht nur vorbereitete Fragen aus den eigenen Reihen präsentiert. Wir hatten da ja auch schon eine etwas unangenehme Diskussion darüber, welche Medien in welcher Zahl Fragen stellen können. Und da sind ja auch bei den Landespressekonferenzen die Tiroler Medien und inklusive der APA zugeschaltet. Aber ich kann den Part auch nicht übernehmen, das zu erklären. Das steht mir nicht zu und habe ich eigentlich auch nicht die Verantwortung dafür. So wie du sagst, glaube ich, muss ja jetzt jeder aus dieser wahnsinnigen Informationsflut und diesen neuen Erkenntnissen erst einmal die richtigen Schlüsse ziehen. Und natürlich können da auch Fehler in der Vergangenheit passiert sein. Ich glaube, da ist auch von der, zumindest aus meiner Perspektive, jetzt auch nicht der große Wunsch, einen Schuldigen zu finden, sondern es geht mehr darum, herauszufinden, ob richtig informiert wird und ob richtig gehandelt wird. Und da fällt auf, dass beispielsweise viel früher, bevor Ischgl, der Tourismusort, unter Quarantäne gestellt wurde, in einem anderen Fall, nämlich in dem des Hotel Europa, sofort zugesperrt wurde, sofort mögliche Kontaktpersonen getestet wurden, sofort öffentlich informiert wurde, wo diese Kontaktpersonen sich hinbewegt haben. Das war am 24.02. Ischgl hat mehr als 14 Tage später erst öffentlich eine Maßnahme erfahren. Warum, Stand jetzt, hat man hier unterschiedlich gehandelt? Also nach meinen Informationen, die mir zur Verfügung stehen, hat man in Ischgl sozusagen mit der Aufzeichnung am 5. März begonnen. Da gab es ja dann die Informationen aus Island über das österreichische Gesundheitsministerium Richtung der Tiroler Landesbehörden, dass da in Island Fälle aufgetreten seien von Touristinnen und Touristen, die aus Ischgl zurückgekommen wären. Und dann hat das Land sofort Erhebungen eingesetzt, hat einerseits in Island nachgefragt, welche Personen oder wo sich die Personen befunden oder aufgehalten hätten. Das war zu dem Zeitpunkt ganz üblich, dass man dieses Tracing schon begonnen hat und versucht hat zu schauen, welche Kontaktpersonen haben die Menschen. Und man hat da mit dem Arzt vor Ort Kontakt aufgenommen, mit dem Praktiker und nachgefragt, ob es da Vorkommnisse oder Wahrnehmungen dazu gegeben hat. Und der hat gesagt, bis zum 6. März hatte er das nicht. Und ab 6. März wurden dann Abstriche angeordnet für alle Menschen, die in Ischgl mit Grippe bei dem Arzt vorstellig wurden. Und eben aufgrund dieser Anordnung der Landessanitätsbehörde ist ja dann auch der unrühmlich bekannt gewordene Barkeeper abgestrichen worden und positiv erkannt worden. Und dann ist ja am 7. März, am Abend, wo dieses Ergebnis vorgelegen ist, das Kitzloch auch schon zum ersten Mal gesperrt worden, desinfiziert worden, das Personal ausgetauscht worden und am 9. März dann ja auch endgültig gesperrt worden. Also die Abläufe waren, das will ich jetzt gar nicht beschönigen oder irgendwie versuchen zu erklären, waren andere als im Hotel Europa, auch nach dem, was mir an Informationen vorliegt. Aber das war der Ablauf und warum das anders war, das müsste man dann eben in einer genauen Analyse und auch wahrscheinlich in dem Austausch mit den Entscheidenden in dem Moment nochmal diskutieren, warum da die Einschätzungen und letztlich die Entscheidungen anders getroffen worden sind wie beim Hotel Europa.
Weil da wird es ja spannend. Dieser 5., 6. März ist nämlich der Zeitpunkt, wo in Tirol Wirtschaftskammerwahlen angestanden sind. Mhm. Mit einem Spitzenkandidaten Hörl, der zeitgleich der Vertreter der Seilbahner ist. Mhm. Zeitgleich auch sehr eng mit Günter Platter in Kontakt stand. Bis zu diesem Zeitpunkt ist offiziell wenig passiert. Es hat sogar eine Fehleinschätzung gegeben des Landessanitätsdirektors nach außen, der gesagt hat, es ist unwahrscheinlich, dass die Ansteckung dort gegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt hat uns aber schon das Ausland bescheinigt, dass wir ein Risikogebiet sind. Island hat es den Behörden gemeldet. Das hättet ihr vom Land ja sogar schon am 29. Februar wissen können. Da hat es nämlich das europäische Warnsystem schon gewusst. Tirol hat nicht gehandelt. Warum? Also, ja, wie gesagt, also nach meinen mir vorliegenden Informationen, und es ist durchaus möglich, dass die nicht vollständig sind, weil ich tatsächlich noch nicht in die detaillierte Recherche gehen konnte. Und ich glaube, das ist dann auch dringend geboten, dass man das, und nehmen wir auch von unabhängiger Stelle, das sollte dann auch nicht mein Auftrag sein, sondern der Auftrag von Menschen, die eben nicht in der Tiroler Landesregierung sitzen und nicht eine potenzielle Mitverantwortung haben, sondern unabhängige Menschen, Experten, Institutionen, die das dann aufarbeiten, warum diese Informationen, die offenkundig am 29. Februar schon zugänglich gewesen wären, nicht dort gelandet sind, wo sie landen mussten, um die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist die spannende Frage, die ich aber an dieser Stelle leider auch noch nicht final beantworten kann, aber wo ich natürlich ein großes Interesse daran habe, dass man das dann aufklärt, um einfach auch sicherzustellen, dass sowas nie mehr wieder vorkommt. Wie groß ist denn der Einfluss von Franz Hörl in solche Entscheidungen? In die Entscheidungen, in dererlei Entscheidungen, also das kann ich gar nicht einmal beurteilen, wer dort letztlich die Entscheidungen beeinflussen und getroffen hat. Aber generell ist Franz Hörl ein sehr lautstarker Interessensvertreter, der von mir nicht sehr oft gehört wird, weil er halt meistens Interessen vertritt, die so ganz und gar nicht die meinigen sind und bei anderen vielleicht stärker wahrgenommen wird. Aber die Entscheidungen treffen wir in der Tiroler Landesregierung und geht davon aus, auch alle anderen, die politische Verantwortung haben, immer in einer guten Abwägung zwischen Experteneinschätzungen, Abschätzungen des Umfelds und natürlich auch an den Einschätzungen, welche Impact-Entscheidungen auf die Bevölkerung haben. Und in der Gesundheitskrise ist es natürlich der wichtigste Parameter auf die Gesundheit in unserem Land. Wie du sagst, es geht da um die Gesundheit und es geht um eine allgemeine Information an die Gesellschaft. Wie kann es dann sein, dass zu der entscheidenden Pressekonferenz, wo das Land Tirol zum ersten Mal von Maßnahmen spricht, am 12.03., neben Günter Platter Franz Hörl, ein Interessensvertreter, steht? Also ich teile die Einschätzung nicht, dass die Pressekonferenz am 12. März die erste Pressekonferenz war, wo man von Maßnahmen gesprochen hat. Also die Maßnahmen hinsichtlich die Wintersaison in Tirol ist zu Ende, Ischgl ist unter Quarantäne gestellt. Das war diese Pressekonferenz, wo der Landeshauptmann das Ende der Wintersaison verkündet hat. Und das war eine von mehreren und eigentlich schon die letzte mit der größten Auswirkung. Ja. Dabei waren unter anderem auch, war ich dabei, der Wirtschaftskammerpräsident war dabei, der Arbeiterkammerpräsident war dabei. Es war der Bernhard Dilg an dieser Stelle auch dabei und die Professorin Lars Flörl als Virologin. Und die Breite dieses Publikums war, oder dieses Podiums war dem geschuldet, dass einfach die Entscheidung eine sehr schwerwiegende war für die gesamte Tiroler Bevölkerung. Und man wollte gut erklären, warum das gesundheitspolitisch notwendig ist und wirtschaftspolitisch und auch aus der Arbeitnehmerperspektive gut vertreten und mitgetragen werden kann. Das war das Signal, das man dort setzen wollte. Das ist ja ein Unterschied, ob heute ein Vertreter der gesamten Arbeitnehmerschaft anwesend ist oder ein Lobbyist einer speziellen Wirtschaftsabteilung, namentlich Seilbahner. Es tritt ja auch sonst kein Interessensvertreter einer ähnlich geschlossenen Gemeinschaft auf. Also es fällt auf, dass der Herr Hörl da einen unglaublichen Einfluss auf die allgemeine Außenwirkung hat. Woher kommt denn der? Also
ich habe schon, jetzt ganz unabhängig von Corona, immer wieder auch gemeinsame Pressekonferenzen oder Veranstaltungen, wo ich mit unterschiedlichsten Interessensvertreter und Vertreterinnen aus unterschiedlichen Sparten, und das ist nicht nur in der Wirtschaftskammer, sondern auch bei Arbeitnehmer oder sonstigen NGOs oder sonstigen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und wie gesagt, die Rolle, die der Franz Hölder meiner Meinung nach eingenommen hat, war als Sprecher der österreichischen Seilbahnwirtschaft in ihrer Gesamtheit. Das kann man jetzt gut finden oder kritisieren. Ich glaube, hinten noch ist er wahrscheinlich selber nicht besonders glücklich, dass er da dabei war. Weil er ist ja, das weiß man jetzt schon, einer der gewesen, der gesagt hat, die Saison soll nicht frühzeitig zu Ende gehen. Da gibt es ja auch nachweislich Schriftverkehr mit dem betroffenen Betreiber des Kitzloch, der darauf aus ist, dass er sagt, wir müssen das Image unseres Ortes aufrechterhalten. Das heißt, er vertritt ja da ein Interesse, das diametral zur Gesamtlage, wenn es um die Gesundheit der Gesellschaft geht, steht. Warum verschafft man dem so einen Raum? Also ich fühle mich jetzt nicht ganz wohl, wenn ich erklären soll, die Abläufe, die beim, oder auch die Entscheidungs- und Meinungsbildung, die beim Franz Hörl passiert ist. Was ich sagen kann, ist, dass ich schon wahrgenommen habe, dass bei sehr vielen von uns, und da bin auch ich eingeschlossen, die Einschätzung über die Notwendigkeit von Maßnahmen, sei es eine Saisonschließung oder sei es eben das Niederfahren der Wirtschaft, welche verkehrsbeschränkenden Maßnahmen soll es geben, dass sich da in meiner Einschätzung aufgrund der Erkenntnisse und der Dinge, die ich in den letzten Tagen und Wochen lernen musste, sehr schnell sehr viel verändert hat. Und wenn ich vor einem Monat oder vor anderthalb Monaten gefragt worden bin, wie hoch ich den Impact von diesem Virus in Tirol einschätzen würde, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das so weit kommt, wie wir heute sind. Und jetzt haben wir ja auch schon die Diskussion darüber, ob die drastischen Maßnahmen, die in Tirol und in Österreich gesetzt wurden, verhältnismäßig sein oder ob man da bestimmte Lockerungen in Angriff nehmen sollte. Und so verändert sich, glaube ich, dieses Bewusstsein und diese Einschätzung sehr, sehr schnell in dieser Zeit. Und ich möchte da persönlich nicht einem Rückschaufehler unterliegen und sagen, heute weiß ich, wie die Auswirkungen sind und was zu tun ist und warum hat derjenige das am 5. März oder am 7. März noch anders eingeschätzt. Das ist, und wir werden natürlich auch dieses gesamte Maßnahmenpaket und die Abfolge auch dann im Nachhinein, wenn diese Krise hoffentlich bald aus der Gesundheitsperspektive überstanden ist, nochmal zu beurteilen haben, ob manche Maßnahmen auch zu drastisch waren. Das ist, wie gesagt, in der Wirtschaft ja jetzt auch schon, und jetzt nicht in der Seilbahnwirtschaft, sondern auch zum Beispiel im Handel jetzt schon ein mega Thema, ob das fair ist, dass die Handelswarenketten, also Supermärkte offen haben dürfen und zum Beispiel die kleine Gärtnerei nicht, weil der Supermarkt das auch verkauft. Also das ist ganz, ganz was man auch im Nachhinein wahrscheinlich besser betrachten kann. Du musst ja als Entscheidungsträgerin auf Expertenmeinungen verlassen können. In vielerlei Hinsicht, ja. Genau. Wie sehr vertraust du dann Experten, die mit ihrer Einschätzung daneben gelegen sind? Jetzt noch. Momentan stelle ich fest und habe gerade heute in der Früh sehr interessiert einen Artikel gelesen, dass das renommierte Robert-Koch-Institut, auf das wir uns ja weitestgehend auch verlassen haben in vielen Fragen, und ich glaube nicht nur Tirol, sondern Österreich und ganz Europa, gerade kürzlich die Einschätzung zu den Schutzmasken verändert hat. Vor kurzer Zeit war nur die Bewertung dort, die Schutzmasken jetzt für Zivile, natürlich nicht für die medizinischen Berufe, wären nicht besonders zielführend. Und eben heute in der Früh habe ich in der Süddeutschen gelesen, dass das Robert-Koch-Institut diese Einschätzung revidiert und aufgrund von neuen Erkenntnissen eine andere Empfehlung ausspricht. Und ich glaube, wenn ein Experte, eine Expertin erklären kann, warum man zu einem bestimmten Zeitpunkt eine andere Einschätzung hatte als jetzt, dann kann man diesen Menschen auch weiter vertrauen. Es ist nämlich so auffällig, dass Island so viel früher dran war. Und zwar mit dem Warnen. Und wie man jetzt im Nachhinein erfährt,
hätte man da wahnsinnig viel machen können, weil Ischgl ist zum Superspreader geworden. Das sind mittlerweile allein in Österreich über 600 Infektionen, die sich auf Ischgl zurückführen lassen. Und da sind einfach irrsinnig viele Tage vergangen, nachdem eine ausländische Behörde Ischgl schon zum Hochrisikogebiet erklärt hat. Ja, die Frage der Zeitabläufe in Ischgl war ja auch gerade gestern und heute wieder Thema, rund um die Frage, wann war dort die, oder wer war Patient Null, war eigentlich die Debatte jetzt in den letzten Stunden, kann man sagen. Da ist offensichtlich noch einiges genauer aufzuarbeiten, und zwar jetzt nicht nur von der Politikerin, sondern auch von den Experten und Expertinnen, um das gut herleiten zu können, wer da wirklich das erste Mal erkrankt unterwegs war und damit einfach ganz bestimmt auch unabsichtlich einen Beitrag dazu geleistet hat, dass jetzt viele andere Menschen auch erkrankt sind. Wie geht's denn dir da, damit ich diesen Entscheidungsweg verstehen kann? Da gibt es quasi eine Behörde, da gibt es Experten, da gibt es Mediziner, die warnen. Und auf der Kommunikationslinie, bis die Information bei dir ist, durchläuft sie sehr viele Filter. Da ist Tourismusinteresse dabei, da kommt die Seilbahnlobby angerauscht, da kommen Hoteliers angerauscht. Die stehen da alle dazwischen, die Mitsprache haben, und in Tirol nicht wenig. Bis die Information bei dir ist, vergeht es da sehr oder sprechen sehr, sehr viele mit. Würdest du da nicht wünschen, bei so einem wesentlichen Thema, dass diese Mitsprache nach hinten gestellt wird, dass man sagen kann, wenn mich die Behörde informiert, oberstes Gebot, ich berate mit meinen Experten und hole mir nicht Interessensvertreter dazu? Also inwieweit irgendwelche Interessensvertretungen dazu geholt hat oder nicht, das entzieht sich meiner Kenntnis, und das werde ich möglicherweise auch nie wirklich beantworten können, weil ich da in diese Verbindungen nicht einbezogen bin. Deswegen aber wenn jetzt zum Beispiel der Günther Platter von heute auf morgen, wir wünschen es ihm nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass er erkrankt, dann übernimmst ja du als Stellvertreter. Der Josef Geisler. Der Josef Geisler ist erster Landeshauptmannstellvertreter. Ich bin zweiter Landeshauptmannstellvertreter. Und sitzt in der Einsatzleitung. Und wenn man in dieser Einsatzleitung sitzt, dann muss man sich ja Gedanken machen, wem kann ich in so einer Krise vertrauen? Mhm. Und so eine Vertrauensfrage stellt man sich ja nicht nur Monate im Nachhinein, sondern muss man sich jetzt stellen, damit du weißt, auf wen du dich verlassen kannst. Hast du da zum Beispiel Günther Platter nie gefragt, du Günther, ganz ehrlich, hast du so gehandelt, weil der Hörl gesagt hat, wir wollen es hinauszögern? Oder hast du sofort Island ernst genommen und das umgesetzt? Hast du solche Fragen nie gestellt? Also vorab vielleicht nochmal erklärt, was die Landeseinsatzleitung ist, um die formalen Abläufe, wo Entscheidungen vorbereitet und getroffen werden, nochmal klarzustellen. Die Landeseinsatzleitung basiert oder wird einberufen basierend auf dem Katastrophenmanagementgesetz. Das ist eine gesetzliche Grundlage, ein Tiroler Landesgesetz, und setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Vertreterinnen und Vertretern von den unterschiedlichen Blaulichtorganisationen und der Landesverwaltung. Vorsitzender ist formal der Landeshauptmann, wird aber operativ ausgeführt vom Landesamtsdirektor, und mit dabei ist Polizei, Bundesheer, Rettung, Feuerwehr, eben die Landessanitätsdirektion im Falle einer Gesundheitskrise, der Zivil- und Katastrophenschutz, also alle diese Dinge. Da können nur zugelassene Personen hineingehen. Und als Regierungsmitglied habe ich die Möglichkeit, dabei zu sein, aber eigentlich keinen formalen Sitz. So. Und wer da wann genau auch von meinen Kollegen und Kolleginnen dabei war, das habe ich nicht am Radar. Das könnte ich jetzt natürlich ausheben und die letzten 35 Tage oder fast 40 Tage analysieren. Das ist alles dokumentiert, aber das weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Und ich bin auch nicht jeden Tag selber dabei. Das heißt, und weil deine Frage war, könnte ich da einspringen? Also wie gesagt, zum Ersten bin ich leider nur, das hat was mit dem Wahlergebnis zu tun, die zweite Landeshauptmannstellvertreterin. Und zum Zweiten brauche ich die von dir angesprochenen daneben
laufenden vermeintlichen Kommunikationsebenen brauche ich nicht, weil ich nicht Teil davon bin, weil das Formale und dort, wo die Entscheidungen vorbereitet und getroffen werden, ist ein offizielles Gremium und mit dem befasse ich mich und mit den anderen Dingen nicht. Da kann ich nicht dazu, wenn man so will. Du müsstest ja jetzt nicht viele Wochen aufarbeiten, sondern einfach nur Günter Platter fragen, du hast du Druck von Franz Hörl bekommen, um zu wissen, wie groß der Mitsprache, wie weitreichend die Mitsprache aus dem Bereich Seilbahner da war. Hast du diese Frage nie gestellt? Nein, weil ich auch nicht mich in der Rolle sehe, den Herrn Landeshauptmann zu verhören. Um zu wissen, auf welche Informationen du vertrauen kannst. Weil wenn du weißt, diese Informationen, beispielsweise, dass eben Island viel früher dran ist, kommt gar nicht zu dir vor, weil davor wird sie rausgefiltert. Du musst ja wissen, ob du die richtigen Informationen bekommst, die möglichst stimmen. Und wenn du weißt, na, da spielt viel Lobby mit, bis die Information bei dir ist, die ist möglicherweise verfälscht, ist ja das gefährlich. Ich kann verstehen, dass der Wunsch groß ist, dass ich jetzt aufklären kann, was da alles gerannt ist und was nicht. Dazu bin ich nicht in der Lage, ich glaube auch nicht die Richtige. Ich glaube, dass diese Aufklärungsarbeit andere zu tun haben und ich glaube, dass sie dringend notwendig ist. Aber ich sehe mich in einer anderen Rolle und ich glaube, ich wäre da auch nicht glaubwürdig. Und das kommt noch dazu. Wie kann man sich das vorstellen? Wo hättest du jetzt in dieser Krise mitentscheidende Kompetenz? Das ist eine ganz ausgezeichnete Frage, weil in dieser Gesundheitskrise ja im Wesentlichen anfangs das Epidemiegesetz und in zweiter Linie dann das Covid-Maßnahmengesetz gegriffen hat. Und das ja Gesetzesgrundlagen sind, die auf Bundesebene entschieden und beschlossen und vorgegeben werden. Und wir da im Land an und für sich nur eine Vollzugsaufgabe haben, mittelbare Bundesverwaltung. Und das im Prinzip durch die Bezirkshauptmannschaften beziehungsweise durch den Landeshauptmann übernommen werden kann. Wir als Regierungsmitglieder sind ja mit diesen mittelbaren Bundesverwaltungen nicht eins zu eins betraut. Deswegen muss zum Beispiel die IG Luft permanenter 100er Verordnung auch der Landeshauptmann unterschreiben und nicht ich, weil der Landeshauptmann das im Vollzug des Bundesgesetzes macht. Das heißt, welche Zuständigkeit, also die Zuständigkeit, die bei einer Landesrätin in dieser Situation liegt, ist eine extrem überschaubare, wiewohl dann, wenn es darum geht, wie weit zum Beispiel der öffentliche Verkehr aufrechterhalten, da bin ich dann als Eigentümervertreterin im VVD natürlich entscheidend. Aber selbst wenn ich fände, man müsste Maßnahmen strenger treffen oder Maßnahmen weniger streng treffen, kann ich das zwar darlegen und wollen, aber entscheiden tut es letztlich die Bundesebene bzw. der Vollzug auf Bezirkshauptmannschaft oder Landeshauptmannsebene. Das heißt, dein Einfluss da ist eigentlich sehr gering. Die Frage ist immer, ob der Einfluss nur mit dem gegeben ist, dass man Macht hat oder ob man eben auch mit Informationen, Einschätzungen, mit Diskussion glaubt, dass man einen Beitrag leisten kann. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber das ist natürlich die Letztverantwortung und das ist, glaube ich, die spannende Frage. Die Letztverantwortung für Entscheidungen, die getroffen werden oder nicht getroffen werden, die liegt nicht bei mir. Manche würden sagen, leider, andere sagen vielleicht, Gott sei Dank. Aber den Punkt finde ich spannend, dass du sagst, du kannst sehr wohl einen Beitrag leisten, gute Informationen und Entscheidungsempfehlungen abzugeben. Ja, selbstverständlich. Zum Beispiel als Interessensvertreterin, die ich ja auch bin für Menschen, die die Grüne Partei gewählt haben und sagen, es gibt bestimmte Ansprüche, die will ich jedenfalls repräsentiert haben, völlig zu Recht die Frage nach Freiheitsrechten zum Beispiel. Und da geht es ja auch ganz stark drum und ihr wart ja und seid ja immer wieder früher aus der Opposition noch sehr viel stärker mit erhobenem Zeigefinger heraus und vorgegangen, wenn es darum gegangen ist, die Moral der Geschichte hochzuhalten. Das war nicht meine Lieblingsrolle, auch nicht in der Opposition, weil ich den erhobenen Zeigefinger genauso wenig als gutes Mittel der politischen Arbeit für mich wahrgenommen habe, wie auch die moralische Überlegenheit.
Das sind Dinge, die ich nicht so zielführend und auch nicht besonders sympathisch finde. Ich versuche mit Argumenten, ich versuche mit Einschätzungen und auch mit Wahrnehmungen zu überzeugen. Und es ist einfach, wenn man spürt, und ich habe das vorhin gerade auch schon gesagt, man merkt, dass die Fragen, ob der Verhältnismäßigkeit eben zum Beispiel der Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit, man spürt, dass die Leute sich langsam fragen, ist das weiterhin notwendig, weil durch die Kurven so so positiv verlaufen, und diese Wahrnehmung gebe ich dann schon weiter und sage, da müssen wir drüber reden. Aber ich habe da von der Durchsetzung her, das sind keine Beschlüsse der Tiroler Landesregierung, das sind auch keine Beschlüsse des Tiroler Landtages. Wir müssen jetzt ein Maßnahmengesetz beschließen, auch für die Landesverwaltung. Da hat der Tiroler Landtag eine legislative Kraft. Aber ganz viele von diesen jetzt sehr intensiv diskutierten Maßnahmen sind letztlich Vollzug von bundespolitischen Gesetzen. Zu deiner Wahrnehmung, deine Einschätzung, lässt sich Landeshauptmann Günther Platter zu sehr von der Seilbahnwirtschaft beeinflussen? Das glaube ich nicht. Meine Wahrnehmung ist, dass der Landeshauptmann eine sehr gute gesamthafte Betrachtung und vor allem immer das Wohl des Landes im Auge hat und auch sehr wohl im Auge hat, dass es manche gibt, die sehr laut auftreten, aber er auch auf die leisen Stimmen hören muss. Und meine Einschätzung ist, dass er da sehr gut austariert. Warum passiert dann so etwas wie ein Infektionsherd, der explodiert? Meine Informationen, die mir zur Verfügung stehen, liefern auch mir noch nicht alle Antworten auf diese Frage, aber einmal mehr, ich habe ein großes Interesse, dass das dann, und ich betone noch einmal, unabhängig und nicht von befassten Betroffenen, sondern von Menschen, die da kein persönliches Interesse dahinter haben, die keine Angst davor haben müssen, dass sie vielleicht eine Mitverantwortung tragen, von unabhängigen Stellen, dass die sich das anschauen und das aufarbeiten. Und dann möglicherweise auch feststellen, warum konnte man zu diesem Zeitpunkt nicht anders entscheiden oder eben auch, warum hätte man eigentlich anders entscheiden müssen. Weil es gab ja dann noch einen Fall, der in den Medien breiter ist, nämlich jener von diesem Andrea Berg-Konzert am 6. März, wo die Innsbrucker Behörde schon gesagt hat, Südtiroler sollen nicht Zutritt haben aufgrund einer erhöhten Infektionsgefahr zum Veranstaltungsgelände. Selbst das Management von Andrea Berg hat zum Beispiel das routinemäßige Meet and Greet abgesagt, weil sie gesagt haben, das ist uns zu gefährlich. Günther Platter hat das aufgehoben und hat gesagt, natürlich sind die Südtiroler willkommen. Also, wie kommt man dazu, eine Behörde zu overrulen in einer Situation, wo von außen schon Tirol zu einem Hochrisikogebiet erklärt wird? Also, dass an diesem Tag ein Andrea Berg-Konzert in Innsbruck stattgefunden hat, wusste ich erst, als es der Markus Wilhelm auf seinem Blog geteilt hatte. Mir war das nicht bewusst, das ist nicht mein Genre und für mich auch nicht von besonderer Relevanz. Es tut mir leid für alle, die das toll finden. Die Geschichte mit dieser Einschätzung war nach meinen Informationen eine gemeinsame Einschätzung, die eben Koch-Institut, Bundesministerium, Land abgestimmt und abgeglichen hat. Und das hatte ich dann zur Kenntnis zu nehmen, wie das getroffen wurde in diesen Tagen. Auch das wird man sich anschauen müssen. Okay, das ist jetzt natürlich immer schwierig, weil die Situation ist eine, wo man den Nachweis hat, dass viele Einschätzungen falsch getroffen wurden und man jetzt natürlich den Wunsch hat, behördlichen Informationen weiterhin zu glauben und man sich schwer tut, wenn die Behörde nachweislich schon falsche Meldungen hinausgegeben hat. Wie versuchst du, zu richtiger Information zu kommen? Weil am Landessanitätsdirektor, der schon einmal falsch gelegen ist, ich weiß nicht, ob man dem noch vertrauen kann. Wie gesagt, wenn mir jemand erklären kann, warum er zu einer anderen Einschätzung gelangt heute als gestern, dann kann ich den Menschen weiterhin vertrauen, sonst würde ich sehr oft, oder sonst könnte ich nur perfekten Menschen vertrauen, die immer und jederzeit alles schon vorher wissen, bevor auch Ereignisse eingetreten sind oder sich das verändert haben. Also ich glaube, dass
eine bestimmte Fehlerkultur und ein bestimmter Umgang damit, dass sich jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen unsere Welt auf den Kopf gestellt hat. Damit muss man jetzt einfach leben. Und ja, ich weiß oft im ersten Moment auch nicht, wie ich die Dinge einordnen soll. Ich glaube aber, da geht es mir nicht anders wie vielen anderen, wenn jetzt gerade sogar auf Österreich-Ebene sich die Universität Wien völlig anders positioniert wie die AGES. Und die Einschätzung, was ist jetzt, wie wird angesteckt, wie immun ist man, was ist klug zu tun und was nicht. Ich glaube, wenn man jetzt nicht immer wieder sondiert, unterschiedliche Informationen, die zusammenkommen und auch Einschätzungen, die sich weiterentwickeln, da passiert einfach wahnsinnig viel. Und man lernt über diesen Virus, und da wollen wir bitte vielleicht auch nochmal darauf zurückkehren, der Feind ist der Virus und nicht einzelne Menschen, die möglicherweise teilweise Fehleinschätzungen unterlegen sind. Aber es geht eben darum, dass es Menschen gibt, die entscheidungskompetent sind, die möglichst viele davor schützen können. Letzte Frage ist eigentlich, seit die Wirtschaftskammerwahl vorbei ist, der Druck auf das entscheidende Gremium geringer geworden? Nachdem ich den Druck vor der Wirtschaftskammerwahl nicht wahrgenommen habe, kann ich das so nicht beurteilen, weil bei mir war der Druck nie. Das heißt, weder vorher noch nachher. Vielen Dank, Ingrid. Ich danke auch. Dir gefällt das Hinterzimmer? Dann jetzt abonnieren, beziehungsweise alle Kanalvideos des Hinterzimmers anschauen. Und wir sind natürlich auch hörbar auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Bewerten, kommentieren und abonnieren. Würde uns freuen.